Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt 8.30 Uhr ungefähr. Das ist immer so die Zeit, wo wir meistens aufstehen. Im Hintergrund sieht man, wir haben einen Schlafplatz an einem kleinen See gefunden. Und ja, langsam fängt es an, wieder deutlich wärmer zu werden. Wir haben jetzt bestimmt schon 25 Grad oder 26 Grad. Felix liegt immer noch im Auto hinter mir. Ich frage mich, wie er das bei den Temperaturen aushält. Aber dann werden wir ihn jetzt mal aus dem Bett schmeißen. Einen wunderschönen guten Morgen. Aufstehen. Gleich mit Kamera, ne? Alles klar. Ist nicht so. So, nachdem wir jetzt das Frühstück fertig haben, haben wir ein bisschen aufgeräumt und jetzt geht's weiter mit den Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben. Felix sitzt im Auto und er updatet das Gimbal. Und ich werde jetzt mal anfangen wieder mit unserer Lieblingsbeschäftigung, und zwar Motor. Wir haben das Problem, dass der Motor manchmal bisschen wenig Leistung hat. Oder ja, ein bisschen wenig ist gut. Also, wenn wir ordentlich Leistungsverlust haben an Bergen, krepiert er gerne mal. Also, da kommen wir noch im zweiten Gang hoch. Gasannahme ist ziemlich scheiße. Meistens überlegen, ob es am Turbo liegt und eigentlich jetzt am Luftmengenmesser oder Luftmassenmesser. Also haben wir festgestellt, unser Auto hat gar kein Luftmassenmesser. Auch scheiße. Also kann es daran noch nicht liegen. Heute prüfen wir mal die Unterdruckpumpe oder gucken uns die mal an und das AGR-Ventil, also Abgasrückführventil, um einfach mal zu gucken, weil wir haben langsam echt keinen Plan mehr, woran es liegen kann. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, nach dem Ausschlussverfahren zu arbeiten und mal gucken, was bei rumkommt. In dem Sinne, viel Spaß. Muss man jetzt noch überlegen, wie ich die Scheiße da abkriege. Wo habe ich denn jetzt die Dingsbums hingelegt? Ich wollte jetzt überlegen, wie ich das. Aber mit dem Gedanken komme ich da auch nicht ran. Mit Zange sonst? Wir bräuchten zwei Gelenke. Meinst du nicht neulich, Gelenke heißen Scharniere? Nein. Bei Knochen? Ach so, das war jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint. Kannst du mich verarschen? Aber man muss nur improvisieren können. Ich wundere mich nur, warum hier eine Schweißnaht ist. Oder irgendwie sowas, was aussieht wie eine Schweißnaht. Gar eine Chance. Ich weiß nicht. Machen wir langsam echt wild, ne? Maga, wie lang ist denn diese Scheißschraube eigentlich? Nein! Auf! Gio, Alter! Eingefallen? Ja, Unterbodenschutz. Ha, wenigstens habe ich die Schraube jetzt so weit, dass ich sie bei Hand rausdrehe. Mal ganz dieses kleine Ding, ne? So mache ich das. So nicht. Jetzt haben wir natürlich auch keinen Bremsenreiniger mehr, ne? Nach dieser kurzen Probefahrt fuhren wir in die Stadt und versuchten beim marokkanischen Baumarkt ein passendes Ersatzteil zu bekommen. Leider war das nicht möglich und so haben wir uns kurzerhand einfach eins nachbauen lassen. Danach ging es wieder an den See für eine kleine Abkühlung. Draußen ist es total windig, deswegen müssen wir heute im Auto kochen, weil das sonst mit der Flamme nicht so funktioniert. Felix sitzt im Auto und schneidet Zwiebeln. Ich bin am Heulen wie Sau. Er nicht, er ist ein echter Mann. Und hinter uns brutzelt unser Essen so vor sich hin. Ziemlich schnell zog ziemlich heftiger Wind auf und kurze Zeit später kamen auch ein paar Wolken. Innerhalb von ein paar Minuten wurde es ziemlich dunkel und dann kam auch Regen. Der erste und einzige, den wir in Marokko hatten.
nächsten Tag ging es für uns in Richtung Todra-Schlucht. Die Straßen dahin waren wieder relativ eng und führten über ziemlich hohe Gebirgspässe. Zum einen hatten wir da einen ziemlich schönen Ausblick, zum anderen war aber auch einfach der Vorteil, dass die Temperaturen deutlich angenehmer waren. Das Dardis-Tal oder auch die Dardis-Schlucht war ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis, da man wirklich von Felswänden eingeschlossen war. Dann ging es weiter für uns in die Todra-Schlucht. Die Straße dahin war eher eine kleine Piste, die in der letzten Regenzeit ja zum Großteil weggespült wurde und gerade erst wieder instand gesetzt wurde. Wenn man in Marokko über kleine Pisten durchs Gebirge fährt, ist es meistens ein ziemlicher Nervenkitzel, da man nicht mehr als 2 bis 3 Reifenbreiten vom Abgrund entfernt ist und auch die Pisten nicht wirklich gut ausgebaut sind. Außerdem kann man öfters mal mit Gegenverkehr rechnen. Oh, ein krasseres Gelände. Ja. Leider müssen wir sagen, dass uns die Todra-Schlucht nicht sonderlich gut gefallen hat. Natürlich war sie unendlich schön, aber auch sehr touristisch. Gegen Abend ging es dann für uns weiter Richtung algerische Grenze, was vielleicht nicht die beste Entscheidung unserer Fahrt war. Also, wir hatten die Wahl zwischen 25, 30 Grad Sonne, Meer, Strand an der Atlantikküste oder Landesinnere Richtung Osten an die algerische Grenze mit Wüste, Sand, steinig und warm. Sehr warm. Sehr warm. Wir haben uns natürlich, wie man vielleicht schon sieht, für das zweite entschieden und sind Richtung algerische Grenze gefahren. Wir sind jetzt kurz vor der algerischen Grenze, ungefähr Höhe Marrakesch, aber halt an der algerischen Grenze. Jetzt haben wir gerade 39 Grad. Man muss betonen, es ist 6:30 abends, und wir stehen im Schatten, also 39 Grad im Schatten. So, vorhin war es irgendwas über 40 Grad und wir sterben. Man kann es nicht netter beschreiben. Es ist wirklich eklig. So, aber wir haben uns dafür entschieden. Und ja. Also für alle in Deutschland. Bleibt da, wo ihr seid. Genau, bleibt da, wo ihr seid. Freut euch über die 10 Grad und dass ihr 2 Jacken anziehen könnt. Ne, es ist echt. Für die Pimmer. Ja. Deutlich zu warm. Ja, vor allen Dingen ist der Unterschied wieder sehr krass. Letzte Nacht waren wir im Atlasgebirge und da hatten wir nachts 6 Grad. Richtig gut. Das war echt richtig schön. Richtig schöne Schlafsackeinlagen und so. Und jetzt stehen wir hier irgendwo und haben einfach mal 40 Grad. Aber man muss immer das Positive sehen. Ich glaube, da irgendwo oder auf der anderen Seite, so aus dem Kamerawinkel, so an der Ecke, sieht man Palmen. Cool, oder? Yay. Mir gehen diese Palmen mittlerweile so auf die Nerven. Ich hätte mir gern wieder so eine richtig normale, anständige Eiche. Eine große Eiche, weil diese Palmen können einfach nichts. Also, auf unserer Checklist für die nächste Tour in Süden, falls wir nochmal so blöd sind und noch mal so eine Tour machen, gehört ein aufblasbares Planschbecken. Es ist, nur mal um ein gutes Beispiel zu liefern, sowas von heiß, dass Felix vorhin sein blödes Handy in die Kühlbox legen musste, damit er es benutzen konnte. Weil sein Handy einfach nichts mehr gemacht hat. Und ich hatte es vorhin, dass ich ein Foto machen wollte. Mein Handy mir gesagt hat, der Blitz sei deaktiviert. Um wieder den Blitz benutzen zu können, müsste ich es erstmal abkühlen lassen.